Kommen wir zum Highlight eigentlich von der ganzen Messe, und das ist für mich der Honda. Und zwar der Honda e. Einfacher kann man ein Auto gar nicht nennen. Und es ist so, wie soll man sagen, michert, darf ich jetzt sagen, auf Bayerisch. Also der ist so schön, der ist so, der hat den typischen Hab-mich-Lieb-Effekt und wasch-mich, ich bin dein Lieblingsauto. Wunderschöne Form. Natürlich ist die Studie, die damals gezeigt worden ist, ein bisschen verrückter und ein bisschen cleaner. Aber ich finde eigentlich, so wie jetzt dasteht, auch in dem Grau, das zeige ich dann eigentlich das Highlight. Hier in der Halle 8 ist das, da ist ZF, da ist irgendein chinesischer Hersteller, den schauen wir da noch an. Da ist Honda, also ich glaube sogar der einzige japanische Hersteller. Alle anderen haben abgesagt. Und hier ist bei weitem weniger los wie beim VW-Stand. Und hier ist es viel angenehmer, hier ist es nicht ganz so laut. Die technischen Daten von dem Fahrzeug blende ich hier mal ein. Die weiß ich jetzt nicht ganz auswendig, ich bin halt kein Technikkanal. Aber ich möchte euch mal das Auto ein bisschen näher zeigen, auch wenn ihr es schon zu Dutzenden gesehen habt auf dem Video. Es ist für mich, wie gesagt, das Highlight. So, ich sitze jetzt im Honda e. Und das ist ja für mich, wie gesagt, das Highlight, das habe ich glaube ich schon 10-mal gesagt. Nicht nur wegen den optischen Außen, sondern auch wegen innen. Es ist ja eigentlich ein kleiner Beifall, wenn man das so sieht. Ich schwenke mal kurz die Welt. Das sind die Außenspiegel. Das ist das Display, das kann der Beifahrer im Endeffekt bedienen. Hier ist der Fahrerbereich. Und ja, von der Auflösung her passt er eigentlich, man braucht gar nicht. Ein bisschen knallig bunt ist es, aber es geht. Das Lenkrad ist, ich sage mal, Honda typisch sehr, sehr schön verarbeitet. Gefällt mir sehr gut. Lehne natürlich fernbedient. Und alles, was ab da rüberwärts ist, ist im Endeffekt dann für einen Beifahrer. Ich kann es bloß jetzt nicht bedienen, glaube ich, ist mal die Home-Taste. Audio, keine Ahnung. Müsste man sich natürlich jetzt auskennen. Wenn er leer ist, ist er leer, wenn er wieder auf der. Genau. Also, und was mir gefällt, ist das Holz. Klimatisierung ist auch schön gelegen. Und hier natürlich die Mittelkonsole, sehr schlank gehalten, auch aus Holz. Das sind die Fahrstufen. Neutral, rückwärts und Drive. Was sehr schön ist, ist vorne ist platztechnisch frei. Hier hat man die ganzen Anschlüsse mit HDMI. Man kann wahrscheinlich sogar einen externen Player anschließen. Man kann hier dann anzeigen. Und kann man sagen, da rollst du durch und so, aber da ist eine kleine Erhöhung drin. Das ist, glaube ich, dann schon nicht ganz so schlecht. Absolut. Man sitzt ganz gut. Und nach oben ist noch gut Platz. Und ich sag's nochmal, das ist eigentlich mein Highlight. Und selbst auf so einem kleinen Stand wie hier, mit insgesamt 3 E-Autos von Honda, sieht man, dass hier wirklich viel los ist. Da drüben steht der NSX. Und beim NSX ist es so, man muss sich nicht einmal großartig anstellen, wenn man da Probe sitzen will. Und man sieht im Endeffekt, ganz ehrlich, ich glaube, die Zukunft steht wirklich da drüben. Ich meine, das sage ich schon lang und viele werden mich dann erbäschen dafür, aber es ist so. Der Weiße gefällt mir sehr gut mit den schwarzen Lichtern hinten. Das schaut ein bisschen aus wie so ein kleiner Sturmtruppler. Schön, schön. Also der Honda e ist schon... Ist schon schön. Ich habe euch noch versprochen, ein Bild zu machen oder von dem Grauen. Also der ist auch schnieke, der ist halt ein bisschen edler, ein bisschen gediegener.